Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder Jubelfackereimeister mit einem Lanzenbrecher-Video zu Beowulf der Serie. Ja, und Beowulf die Serie ist so eine Sache bei mir, also ich bin ja ein großer Fan der Original-Beowulf-Geschichte und habe auch das Buch gelesen, schön aufgearbeitet von einem Übersetzer dann natürlich, der auch nochmal Erklärungen dazu gegeben hat am Ende der Geschichte, wo man sich dort befindet, wer die Gauten waren und Friesen kommen ja auch drin vor in der Geschichte letzten Endes. Da gibt es so eine Rückblende zu den Kämpfen, die, ich weiß nicht, ob es Beowulf selber war oder Ecgtheion, der Vater von Beowulf, der ja am Hof von Hrothgar mit seiner goldenen Halle in Herod, in der Serie heißt es Herod, aber es war glaube ich irgendwie mehr so wie Herodot, spricht man wahrscheinlich ein bisschen flüssiger aus natürlich. Ja, Beowulf ist ja eigentlich die früheste englische Geschichte, die aufgezeichnet worden ist, glaube ich, von einem Priester oder von einem, der zumindest christlich geprägt war. Und diese Geschichte ist eigentlich eine heidnische Geschichte, eine Kriegergeschichte von angelsächsischer Natur. Und gibt es aber immer wieder so Spitzen in der Geschichte, die das Ganze eben hier so in ein anderes Licht rücken. Es ist mehr so eine tragische Geschichte, als wären es die Ausklänge dieser angelsächsischen germanischen Kriegergesellschaft. Und insofern erinnert mich das sehr stark an den Film von Disney, den heute keiner mehr kennt und den Disney auch irgendwie nicht gerne aus dem Giftschrank rauslassen will anscheinend. Genauso wie Taran und der Zauberkessel haben sie mal so ein bisschen düstere Fantasy versucht. Und einer der Filme, den ich besonders gern mag, ist halt der Drachentöter. Und dort geht es auch darum, dass das Alte, also die Zauberer und die Drachen, am Aussterben sind. Im Grunde geht es da um die letzten Überbleibsel. Und dass das Christentum voranschreitet und jetzt die Macht übernimmt oder es ist ein kultureller Wandel, ein kultureller Bruch. Und Beowulf ist im Grunde genommen auch so eine Geschichte, die eben diese alten Sagen nochmal aufleben lässt, aber immer mit so Hinweisen darauf, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Jetzt kommt das Christentum und deshalb ist das quasi so ein Abgesang, die ganze Beowulf-Geschichte, auch auf diese alten Geschichten, die ja lange Zeit dann prägend waren, germanisch. Nach dem Fall des Römischen Reiches gab es dann die Germanen und halt auch in England. Und Beowulf ist halt die Geschichte eines Kriegers, der nach Herod, so nenne ich das jetzt, geholt wird von seinem Onkel Hrothgar. War es der Onkel? Oder es war auf jeden Fall ein Freund von seinem Vater. Und der kommt dahin und soll dann eben hier, oder hört davon, dass es Probleme gibt in Herod und dass ein Monster dort für Unruhe sorgt. Und das ist dann Grendel. Und Grendel wird dann halt von Beowulf getötet oder zumindest so stark verwundet, dass Grendel stirbt. Grendel hat aber noch seine Mutter und diese Mutter rächt sich dann für den Tod von Grendel nochmal. Dann stirbt auch ein Krieger auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Und Beowulf muss dann auch die Mutter töten und dann ist alles gut erst eine ganze Weile und Beowulf wird König in seinem eigenen Land. Und in diesem Land gibt es aber irgendwann einen Drachen, den muss er dann auch noch töten. Aber während des Kampfes gegen den Drachen stirbt er halt auch. Und dann gibt es am Ende ein Begräbnis und Beowulf wird dann verabschiedet und das ist dann die Sage von Beowulf. So, da gab es den Film von, es gab mehrere Verfilmungen und irgendwie hat jeder so die Tendenz, Beowulf seinen eigenen Stempel aufzudrücken oder die ganze Geschichte irgendwie anders zu machen. Es gibt bloß eine Zeichentrick-Adaption im Grunde genommen, die das ziemlich nacherzählt. Aber alle anderen Filme so, und das ist mehr so ein Schulfilm, kann man sagen, ist auch nur sehr kurz, ist ein Kurzfilm dann. Aber alle anderen Filme haben immer die Tendenz, ihren eigenen Stempel aufzudrücken und vor allen Dingen Grendel nicht mehr als das absolut Böse darzustellen, sondern den irgendwie sympathisch zu machen. Oder auch die Mutter. Sodass die ursprüngliche Gewichtung der Geschichte verloren geht, meines Erachtens, weil das ist eine so klassische Heldengeschichte, wie sie klassisch eigentlich nicht geht. Aber anscheinend denkt sich jeder, das ist viel zu simpel, da müssen wir den Twist machen und Grendel jetzt als armes, missverstandenes Wesen darstellen, damit das nicht mehr so schwarz-weiß ist. Aber genau das ist für mich das, worum es da geht. Das ist das
Grendel ist Nachkomme von Cain und das war damals dann klares, das war dann die Begründung dafür, dass er böse ist und er mag es nicht, wenn Leute feiern und er rächt und er will die Leute stören und tötet sie. Und dann braucht es halt einen Helden, der dann kommt und dieses Monster beseitigt, dann die Mutter und am Ende kämpft er nochmal gegen Drachen, das aber nichts mit Grendel direkt zu tun hat, aber es gehört halt auch zu dieser Geschichte dazu. Und der Roman ist wunderbar geschrieben, man braucht eine Zeit, um in den Erzählfluss reinzukommen, den diese Geschichte hat und diese Reime, die Verse, das ist alles eine sehr spezielle Geschichte, aber die, wenn man drin ist, sehr, sehr episch und sehr schön anzuhören ist. Wenn man das laut vorliest, dann kann man sich richtig vorstellen, wie das damals dann vor einem Lagerfeuer umringt von Kriegern sozusagen vorgetragen worden ist. Und das hat wirklich eine schöne Sprachmelodie, wie ich finde. Und die Geschichte, ja, es geht viel auch darum, dass wie ein guter Herrscher zu sein hat. Es gibt viele Geschenke, die gemacht werden. Jeder schenkt da jedem was und betont die Taten. Dann gibt es Unfair, der so ein bisschen stänkert dagegen. Und Beowulf so ein bisschen anzweifelt und Beowulf sagt dann sowas von wegen hier, ja, von dir habe ich aber auch nichts Gutes gehört und dann ist Unfair dann still. Und da solche Geschichten, und vor allen Dingen, es ist ein ganz anderer Wertekosmos, den man da verfolgen kann. Das hat nichts mit unseren modernen Werten zu tun, die wir heute haben, sondern ist wirklich ein Einblick in eine ganz andere Kultur und eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und was damals wertgeschätzt worden ist von den Menschen, die damals gelebt haben. Und wenn man jetzt eine Adaption davon macht, welche Art auch immer, und das Ganze auf unsere modernen Sehgewohnheiten ummünzt, dann ist es natürlich nicht mehr die Geschichte, die es mal ursprünglich war, sondern ist dann irgendwas Modernes. Und das finde ich dann, also ich würde mich freuen, wenn irgendwer mal die Geschichte so macht, so verfilmt, wie sie wirklich dann auch gedacht worden ist, ne? Und diese modernen Sehgewohnheiten mal außen vor lässt. Am nächsten und am besten dargestellt war es noch in dem Robert Zemeckis-Film von, glaube ich, 2007, dem Animationsfilm, dem 3D-Animationsfilm, wo zumindest im Großen und Ganzen das rüberkommt, das Heroische von Beowulf. Aber auch da war schon, Grendel ist eigentlich eine missgestaltete Figur und ist das Kind von, Spoilerwarnung natürlich, das Kind von Hrothgar tatsächlich. Nicht von Cain, sondern von Hrothgar, so dass, als hätte das Machtbestreben der Könige diese Monster erst erschaffen. Und Grendel ist so eine bemitleidenswerte Kreatur, mehr oder weniger, weil er hat irgendwie ein Problem mit seinem Gehör, ist irgendwie missgestaltet, eine Mischung aus Mensch und Monster. Und deshalb rächt er sich oder will diese Festivitäten in Herod halt niederschlagen, weil es ihn quält. Ne? Und das ist natürlich mitleiderregend dann. Ne? Er tut das nicht aus Böswilligkeit, er tut das, weil es ihm wehtut. Und das ist natürlich dann nicht mehr das. So, aber im Großen und Ganzen, der Drache ist dabei, Grendels Mutter ist dabei, auch weil nie beschrieben worden ist, ob sie jetzt eine Zauberin ist oder auch ein Monster, so wie Grendel. Sie ist so ambivalent dargestellt, mehr oder weniger, in dem Film dann. Und die Musik ist auch super in dem Film. Das kommt dem am nächsten. Am schlimmsten fand ich den Film, wo es, ich glaube, es hieß Beowulf und Grendel, wo quasi, ach Gott, wie kann man das erklären? Im Grunde genommen ist Grendel da ein Höhlenmensch, ein Riesenhöhlenmensch, der auch, der sich mit so einer Hexe zusammentut, mit der Beowulf aber auch irgendwie zusammenkommen möchte. Aber diese Hexe ist dann quasi diejenige, die mit Grendel zusammenkommt und mit dem ein Kind hat. Und dann ist er eigentlich nur so ein großer Mensch, Grendel. Und am Ende ist es dann cool, dass die beiden zusammen Kinder haben und Beowulf zieht einsam davon. So, als ist er der Gearschte in dieser ganzen Geschichte. Und ich dachte mir, ja, das trifft es ja nun gar nicht mehr. Das ist ja eine vollkommene Verballhornung des Beowulf-Charakters eigentlich. Das ist so, irgendwie wirkt das passive-aggressive auf mich. Und ich irgendwie, als hätten sie es vielleicht verstanden, aber sie wollten es nicht haben. Sie wollten nicht Beowulf als Helden haben. Sie wollten den Grendel ist das Gute oder irgendwie so. Und das war für mich das Schlimmste. Da ist irgendwie alles über Bord geworfen worden, was mich persönlich an der Geschichte interessiert. Weil ich mag hier, das habe ich glaube ich schon bei Thor der unbesiegbare Barbar erzählt, mag ich mal gerne, dass Geschichten auch mal simpel sind und einfache Strukturen haben. Und da kann man so viel draus ziehen und machen, allein daraus. Und man kann ja trotzdem noch so Ambivalenz drin haben. Ne? Aber sowas so vollkommen grau und grau zu machen, das ist dann wieder, naja. Aber das ist dann das, so zur Serie jetzt. Um den Bogen zu schlagen. Ja, Beowulf, die Serie. 2016 kam es wohl raus. Und da steht auch groß drauf hier, ein actionreiches Abenteuer im Stil von Game of Thrones und Herr der Ringe. Der Zusatz Herr der Ringe
ja, es sind ein paar Orks da, Trolle. Es gibt so ein paar, so ein bisschen wie The Witcher, Geralt von Riva, so ein bisschen Bargast. Wölfe gibt es da zum Beispiel, Trolle gibt es da. Und die leben alle in so The Shieldlands, was eine fantastische Welt ist, sag ich mal so, die aus ein paar Stämmen besteht. Und im Großen und Ganzen Game of Thrones, der Zusatz, passt auch ganz gut, weil es geht da primär darum, dass irgendwer dann zum Jarl wird. Und Jarl ist der König von allen Clans. Und aber erstmal muss man Thane sein. Also Thane ist dann der Anführer eines Stammes. Und dann wählen die zusammen alle einen Jarl und das ist der König. Und darum geht's dann. Das ist dann The Game of Thrones. Und man merkt sehr klar, dass das eine Inspiration war und ein Schnellschuss meines Erachtens wohl war. Allein die Titelmelodie von Beowulf ist so nah dran an dem Titelthema von Game of Thrones, dass man sofort erkennt, dass das die Inspiration war. Und sie haben weniger Leute, sie haben weniger Geld gehabt, alles in allem. Das war ein Schnellschuss. Und auch von der Story her, die ist viel platter als die in Game of Thrones. Die Charaktere sind alle ein bisschen sehr viel simpler. Ein paar Twists gibt es wohl im Plot, aber die sind teilweise so vorhersehbar, dass ich gar nicht gedacht habe, dass sie passieren können, weil das ist so stumpf, das ist so simpel, das bringen die doch nicht, oder? Aber sie bringen es dann trotzdem. Und ja, alles in allem war das teilweise, es wirkte ein bisschen sehr bemüht und das, was die Story bringt das nicht, was die versuchen zu machen. Hm. Ja, Grendel ist hier auch wieder so ein netter oder missverstandener Charakter mal wieder. Beowulf zumindest, okay, ich breche mal jetzt die Lanzen dafür, bevor ich hier vollkommen ausarte. Beowulf ist, das ist Kieran Bew, also Beowulf. Den fand ich gut getroffen. Das ist mehr so ein einsamer Wolf-Charakter. In der Geschichte hat er zwar seine Truppe von Kollegen, mit denen er da hingeht, aber hier ist er so ein einsamer Wolf-Typ, der einen bei sich hat, Brecker, das ist so ein Diebescharakter, den er gleich zu Anfang mitnimmt. Und die beiden waren ziemlich, die fand ich gut. Und vor allem Beowulf fand ich gut getroffen. Das war so einer, dem habe ich das abgenommen, dass das so ein alter angelsächsischer Held ist. Und dementsprechend, ja, für den breche ich eine Lanze, für den Darsteller. Der war das gut transportiert, wie ich finde. Da befindet man sich halt dann in Harrod und Harrod ist so eine goldene Halle. Die goldene Halle fand ich gut getroffen, so habe ich mir das vorgestellt. Das sah richtig edel aus und vor allen Dingen in der Geschichte wird auch immer erzählt, das ist die goldene Halle von Harrod und die ist besonders reich und mächtig. Und das kommt rüber. Und da gibt es viele schöne Wandmalereien, so angelsächsisch angehaucht, ne? So diese alten Holzfiguren oder Ritter oder was auch immer dann dargestellt worden sind, wie auf dem Hastings-Teppich. Und das sah gut aus. Also ausstattungstechnisch konnte ich da wohl was mit anfangen. Das sah wirklich nach Angelsachsenland aus. Abgesehen natürlich von den anderen Stämmen. Da gibt es so einen afrikanischen Stamm, kann man sagen, der da dann ist. Und wo es dann auch mit denen auch um die gibt. Die Wani heißen sie, glaube ich, ja. Und die gibt es. Und da gibt es noch ein paar andere Stämme. Die einen sind mehr so Fischer, die anderen sind mehr so Waldmenschen. Aber von den meisten sieht man nicht so viel. Es gibt einen Stamm, der zerstört worden ist vor einiger Zeit und der nur noch am Meer lebt. Und es gibt einen Stamm, der auch am Meer lebt oder an einem Fluss und die Piranhas jagen anscheinend. Und um diesen Stamm geht es primär, dann geht es um den Harrod-Stamm, da geht es um Eisen. Die haben irgendwie Eisen, ist deren großes, deren Ware, die sie handeln mit den anderen Stämmen. Das ist in Harrod. Und dann gibt es die Wani, das ist mehr so ein Steppenstamm, kann man sagen. Und ja, es geht primär um Eisen und um Waffen, die dann rumgehandelt werden sollen. Eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, es wird immer davon geredet, wer wird jetzt Thane, Game of Thanes oder Game of Jarl, wie man das dann nennen kann. Ne? In Anlehnung an Game of Thrones. Und alle tun so, als wäre das voll was Wichtiges, jetzt Jarl zu werden, aber das sieht alles so klein aus, diese ganze Ortschaft sieht so klein aus. Da sind bloß ein paar Hütten, ein bisschen Erzverhüttung, eine kleine Arena, wo ein Troll dann arbeitet, den sie versklavt haben im Grunde genommen. Und das wirkt alles so klein und alle tun so ernsthaft, oh, ich muss jetzt Jarl werden, oh ja, wenn ich jetzt Thane bin, oh, du kannst Thane werden. Und ich so, warum macht ihr euch solche Mühe? Das ist so ein kleines Dorf, was ihr da habt eigentlich. Und alle tun so, als wäre das das Größte von allen Dingen, die jemals möglich wären, die man erreichen kann. Vielleicht stimmt das ja auch in dieser Welt, in diesen Shieldlands, aber mir persönlich kam das immer ein bisschen lächerlich vor, dass die alle sich so einen Hermann machen wegen so kleinen Ortschaften.
Ja, das hat mich ein bisschen immer wieder rausgerissen, wo ich dachte, worum geht's ja eigentlich? Es geht hier um ein paar 50 Leute oder sowas, die ihr da unter euren Fittichen habt. Die könnt ihr alle persönlich kennenlernen. Und da wird dann so ein Riesen, als wäre das so, oh, ja, er ist jetzt ja, oh, 50 Leute hat er, wow. Ja. Okay. Ja, es ist nicht die beste Serie und auch Adaption von der Geschichte. Im Grunde genommen haben sie die Grundprämisse genommen, dass Grendel da ist, dass Beowulf da ist und den Rest haben sie selber gemacht. Was ich nicht ganz schlecht fand, dass immer wieder so Rückblenden zu sehen ist, sind oder Ruinen von einer Kultur, die es vorher gab. Also in einer Welt, in der die Grendels oder Trolle oder was auch immer für Monster es damals gab, Riesen vor allen Dingen, die Welt beherrscht haben, bis die Menschen kamen. Und das waren immer mit die besten Szenen für mich, weil das hat so dieses Fantasy-Flair wieder aufleben lassen. Aber die Serie ist im Großen und Ganzen dann doch versucht, die CGI-Effekte so klein wie möglich zu halten, damit man möglichst Geld sparen kann wahrscheinlich. Und es geht mehr darum, dass hier die Menschen untereinander sich bekriegen, um jetzt Jarl zu werden, ja, von diesen Stämmen, was ja da ein Riesending ist. Ja. Und die Landschaften fand ich auch gut gemacht. Die haben den Flair so dann eingefangen für mich, für so eine angelsächsische mystische Welt. Das fand ich nicht schlecht. Das Intro finde ich gut gemacht. Das hat alles auch so eine, so, ja, es wirkt sehr golden und es gibt so Krallen und Fäuste. So, das ist ja die Geschichte, dass Beowulf den Arm von Grendel rausreißt. Und ich dachte, hey, das könnte eine Hommage daran sein dann. Und die Musik vom Intro ist zwar sehr, klingt sehr nach Game of Thrones, das habe ich schon gemerkt, aber trotzdem fand ich die Musik schön. Da habe ich mich immer gefreut und das ist mit auch das einzige Thema, was man in der ganzen Serie immer wieder erkennen kann, immer leicht variiert. War mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen melancholischer, mal ein bisschen energischer. Aber ich fand es ganz gut. Die Musik hat mir gefallen, dieses eine Stück. Ja, die Halle fand ich gut, die Höhlen, die Ruinen, wenn sie mal da sind, das fand ich immer gut. Und überall sind auch so Statuen, so alte. Das erweitert die Welt. Es ist nicht nur dunkles Zeitalter, angelsächsisches Land, sondern da gibt es auch noch eine Vorgeschichte mit so mystischen Elementen. Und das fand ich dann gut. Ja, neben Beowulf als Charakter fand ich auch hier mein Liebling war im Grunde genommen Abrican. Elliot Cohen heißt der Darsteller. Der spielt den Onkel und den, ja, kann man sagen, Antagonisten eigentlich, aber er ist so charmant und hat so eine Art rüberzukommen, dass, also mir hat das sehr gefallen, wie er sich so gegeben hat und ich habe zu ihm gehalten tatsächlich. Nicht weil eine Frau dann quasi seine Gegenspielerin ist, also hier seine Schwester ja eigentlich, die Frau von Hrothgar, also dem Herrscher von Harrod, der ganz zu Anfang stirbt und den man bloß noch in Rückblenden sieht. Nicht deshalb, sondern einfach, weil er viel sympathischer rüberkam. Also die Frau, wie ist sie nochmal, Rhaegar von Joanne Whalley gespielt, die wirkt immer sehr, sehr emotionslos und sehr grimmig die ganze Zeit. Und das ist unsere Hauptprotagonistin, wenn man so will, die dann quasi Beowulf ist mehr nur ein Berater die ganze Zeit über. Er ist gar nicht mal so die treibende Kraft, sondern es geht mehr um Rhaegar und dass sie Jarl wird. Aber ich fand ihren Bruder, also Abrican, vor allem weil er auch so ambivalent ist und so, man spürt manchmal, er ist ein gespaltener Charakter. So, ne? Der zwar das Gute will, aber dann bedient er sich zweifelhafter Methoden. Und das fand ich, also ich fand ihn einfach gut dargestellt. Ne? Und er ist nicht so schwarz-weiß, aber bei dieser Geschichte, bei so einer Geschichte macht das auch mehr Sinn. Weil er hat für mich die beste Entwicklung durchgemacht oder die einzige, kann man fast sagen, in der ganzen Serie, fand ich zumindest. Und womit ich mich dann hier, wo ich dann denken konnte, ja, das ist zumindest interessant. Dieser Charakter ist interessant und mich interessiert, wie es mit ihm ausgeht. Und dann ist es letzten Endes sehr vorhersehbar, wie es endet. Aber, und ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte bis zum Ende, ah, jetzt kommt auch irgendwie sowas, ja, Versöhnliches, sage ich mal. Weil er ist eigentlich, ist er nicht so, sein Ende war dann letzten Endes für mich nicht ein Moment, wo ich gesagt habe, yo, denn. Okay, Spoiler natürlich. Er stirbt durch die Hand seiner Schwester. Und zwar auf so eine dumme Art, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Er steht da direkt vor ihr sozusagen und sie redet dann mit einem von seinen Leuten und sagt, ich kenne dich. Willst du wirklich zum Verräter werden? Und ich dachte mir, natürlich, er ist schon bis hierher gekommen, dieser Typ. Der steht da mit so einem Bogen und er schießt dann auf seinen. Und man hat die Angst, dass er Rhaegar erschießt, weil Abrican sagt das dann. Aber was tut dieser eine Typ, der plötzlich auftaucht mit seinem Bogen, erschießt seinen eigenen Meister und Herrn Abrican.
Und dann kommt sie noch dahin mit dem Dolch und sticht ihn dann noch ab und er rollt die Treppe runter. Und dann ist Abraken tot, der interessanteste Charakter. Stirbt durch die Hand seines eigenen Mannes. Einfach so aus heiterem Himmel, nur weil sie einen Satz gesagt hat. Ich denke mir, was sind das da für Verhältnisse? Habt ihr denn keine Treue euren eigenen Leuten gegenüber? Was hat der Typ denn bisher gedacht, was sie überhaupt machen? Rebellieren? Ja. Aber dann im letzten Moment zu sagen, nö, ich rebelliere jetzt nicht mehr, jetzt töte ich meinen Meister, jetzt bin ich nicht mehr der Verräter, nur weil die Frau da jetzt einen Satz gesagt hat. Das war so konstruiert für mich. Und ich dachte, sie machen das nicht. Das wäre zu simpel gewesen, dass sie ihn umbringt. Dass Reader Abraken umbringt, aber sie tut's dann. Nachdem er schon einen Pfeil abgekriegt hat und er war sowieso schon die ganze Zeit verwundet. Ich hatte Mitleid mit diesem armen Kerl. Er tat mir richtig leid. Er kriegt immer eins auf den Deckel und er kriegt auch immer einen längeren Bart sozusagen. Er sieht immer fertiger aus. Oh, ich dachte, da, der arme Kerl. Er wollte nur das Gute, aber das ist auch mit eins der Probleme. Das, was sie... Es ließ sie sich so viel auflösen, wenn sie einfach nur offen miteinander darüber reden würden oder ein bisschen... mehr miteinander reden würden auch, wa? Also ist Kommunikation mit eins der Probleme in dieser ganzen Serie. Und man denkt manchmal, ja, wenn ihr euch jetzt einfach nur hinsetzen würdet und einmal vernünftig miteinander reden würdet darüber, wa? Was möglich wäre, wa? Auch aus den Charakteren heraus, dann hätte man vielleicht keine Handlung, aber oder man hätte eine wesentlich interessantere Handlung oder auch interessantere Dialoge. Das wirkt alles so platt. Das wirkt alles so platt. Dann gibt es noch Sleen. Sleen ist, was für ein Name. Sleen ist quasi der Gegenspieler von Beowulf, sein Halbbruder. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Und Sleen will selber auch hier Thane werden, anstelle seiner Mutter, also Readers. Und deshalb verbündet er sich kurzzeitig mit Abraken. Und er ist verliebt in so ein Mädel, in das auch Beowulf verliebt ist. Das ist ein kleines Ensemble, wo dann so ständig was untereinander passiert. Und das zieht sich dann durch die ganze Staffel, die ganzen 12 Folgen. 13 Folgen sind das. 13 Folgen. Ja, und Sleen ist ein Charakter, wo ich erst dachte, mein Gott, was für ein nerviger Typ, so ein junger Spund, der einfach bloß, nee, ist. Aber naja, man gewöhnt sich an ihn und er ist gar nicht mal so, so dusselig. Er hat seine Momente, wo man sagt, ja, okay, das könnte ein guter Herrscher werden, tatsächlich. Irgendwann mal. Aber da geht es auch drum, er ist noch nicht reif genug, er ist zu rebellisch. Ja, da gibt es ein Mädel, was da ist. In dem Dorf die Heilerin, in der sich Sleen und Beowulf verlieben. Und da gibt es da natürlich eine Dreiecksbeziehung. Und ich da so, ach ja, schon wieder sowas. Ne? Aber so macht man das wahrscheinlich mit einem kleinen Ensemble. Muss sowas sein. Ich meine, es war nicht ganz schlecht, aber es war auch so alles... Hat mich nicht so interessiert. Ja. Die Grendels sind wieder nett. Nette Grendels. Dann gibt es noch Warwick. Warwick sind so... Wahrscheinlich wollten sie die CGI-Effekte sparen für zu viele Monster. Und dann haben sie einfach gesagt, wir nehmen mal ein paar Menschen und stopfen die in so Kostüme, die halbwegs aussehen wie Orks. Und das sind dann die Warwick. Das sind dann die Orks und die wollen wohl auch eine Rebellion machen. In der ganzen Serie kommt es dann nicht wirklich dazu. Es gibt mal eine Folge, die spielt dann wie so ein Belagerungsfilm, wo sie alle von Warwick belagert werden von diesen Orks. Und das ist dann das, was am Ende von Staffel 1 angeteasert wird. Staffel 2 gab es ja nie, weil das nie so ein Erfolg war, die ganze Serie. Dass dann die Warwick-Geschichte weitergetrieben wird, die in Staffel 1 zumindest etabliert wird, aber sie wird nicht aufgelöst. Vielleicht hatten sie keine Zeit mehr, kein Geld, keinen Bock mehr, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ende von Staffel 1 fand ich dann wieder interessant, weil da geht es irgendwie darum, dass plötzlich Riesenstatuen zum Leben erweckt werden oder schon die ganze Zeit gelebt haben. Und Staffel 2 wäre dann wahrscheinlich, wo man mehr über die Riesen erfährt zum Beispiel. Und das hätte ich dann interessanter gefunden tatsächlich als Story, als irgendwie so eine Jarls gegen Jarl-Geschichte, was Staffel 1 dann letzten Endes wurde. Aber vielleicht hatten sie gedacht, wenn das ein Erfolg wird, dann können wir mehr CGI für irgendwelche Rieseneffekte oder sowas aufbringen. Aber daraus ist ja nichts geworden. Ja, und ich kann auch verstehen, warum, weil das hat einfach nicht, die ganze Serie hat nicht die Klasse. Es hat bloß ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben, aber die ich mir in einer besser ausgedachten Serie dann gewünscht hätte. Und was mir auch aufgefallen ist, Williams Schrei gibt es sehr häufig, vor allen Dingen in den ersten Folgen. Irgendwann wurde es weniger, aber bis es später nochmal auftaucht, der berühmte Williams Schrei. Oder wie auch immer er geht. Es gibt ja Leute, die wollen den immer nachmachen und können es dann nicht. Und ich lasse es sowieso. Aber der Williams Schrei ist bekannt und der taucht da immer wieder auf. Und ich dachte, was? Warum? Warum der Williams Schrei? Das ist so ein
2016 war das schon ausgelutscht im Grunde genommen und jeder erkennt ihn, aber sie bringen den immer wieder mit rein. Ob das so ein Fingerzeig sein sollte von irgendwem an irgendwen. Es wirkt alles, wie gesagt, schnell abgedreht, nicht viel Zeit, um Sachen auszuarbeiten. Daher bleibt das alles ein bisschen flach für mich, die ganze Serie, alles in allem. Und natürlich, dass sie die Grundprämisse wieder mal wieder umgedreht haben, dass die bösen Monster wieder missverstandene Wesen sind und Beowulf, er spielt immer noch einen Helden und er kämpft auch gegen Monster und alles und das fand ich auch immer gut, aber im Großen und Ganzen ist es wieder so eine Geschichte von, ach, niemand ist der Böse, alle müssen sich nur lieb haben und so und dann ist alles gut, aber das ist halt nicht die Beowulf-Geschichte, wie sie eigentlich gedacht war. Neue Interpretation ist das natürlich, aber ich habe es vorher auch gewusst, bevor ich die Serie geguckt habe. Ich wusste, dass es schon nicht das ist. Aber ich habe schon ein paar Sachen erkannt, wo ich dachte, ja, wenn man das jetzt nimmt, die Optik, die Ideen, die da teilweise drin sind, mit Riesen und sowas alles, es ist nicht nur Grendel und seine Mutter gibt oder Drachen, sondern halt, Drachen gibt es sowieso nicht in der Serie, aber dass man das nimmt und daraus eine ganze Serie macht, wie dass Harold belagert wird oder dass es andere Orte gibt, wo sie halt alles gegen Monster verteidigen müssen oder von mir aus auch gegen Warwick, Orks dann, und dass man daraus eine Geschichte mehr macht. Aber dieses ganze, ich will Jarl werden, du bist jetzt Fane, bla 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 bla, das ist alles so etwas, was für mich flach fällt, wo ich denke, das interessiert mich nicht so wirklich. Nicht bei einem Grundgerüst von Beowulf. Und Beowulf ist Kloppen gegen Monster. Ja? Und dann ist das, nicht wirklich, es ist drin, aber, na. Schade. Aber gut, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die haben mir gut gefallen. Das sind alles so Versatzstücke, wo ich gedacht habe, dass da hätte man was draus machen können, tatsächlich. Ja, aber so bleibt der 2007er Film von Beowulf immer noch das, oder die Verfilmung, die mir am meisten gefallen hat, letzten Endes. Und diese Serie kann man sich angucken. Es war nicht so, dass das vollkommen eine Zeitverschwendung war, aber wie gesagt, da kenne ich Besseres, nicht nur von Game of Thrones, auch von The Last Kingdom zum Beispiel, was ja auch angelsächsische Krieger darstellt vor allen Dingen und ein Zeitalter darstellt, was mich persönlich sehr interessiert. Neben vielen anderen Dingen, aber das ist auch eins. Alfred der Große, angelsächsische Krieger und eben hier Beowulf natürlich, das Helden-Epos aus der angelsächsischen Kultur. So, ja. Also, es gibt immer noch nicht die Beowulf-Verfilmung für mich. Auch nicht den Film mit Christopher Lambert, den ich auch gesehen habe. Der zumindest von der Geschichte her dem Ganzen noch am nächsten kommt, tatsächlich. Bizarrerweise, wobei das so ein merkwürdiger Science-Fiction-Endzeit-Ding ist. Ja? Oder vielleicht der 13. Krieger ist auch noch so drin. Ja? Das ist ja auch eine Verfilmung von Beowulf-Geschichte. Inhaltlich kommt das dem auch recht nahe. Ja? Wobei das dann, Grendel ist da mehr oder weniger so ein Zug aus Höhlenmenschen. Und von daher, Christopher Lamberts Verfilmung kommt, da ist Grendel wirklich einfach nur ein Monster. Ja, und Beowulf ist einer, der muss ihn töten. Es ist so simpel. Macht das einfach. Mit den Effekten von heutzutage, die heute möglich sind. Ja, behaltet die Musik aus dem Zemeckis-Film. Die ist perfekt. Behaltet Beowulf als Charakter. Du macht ihn nicht zu so einem gebrochenen Charakter, okay, sondern macht ihn einfach zu dem, was er in der Geschichte war. Man kann das hinkriegen. Ja, aber vielleicht sind die Sehgewohnheiten heute so anders, dass man das eben nicht mehr durchkriegt vielleicht. Und damals gab es ja noch gar keine Sehgewohnheiten. Als die Geschichte geschrieben worden ist, war es wirklich so, dass irgendwelche Leute am Feuer standen und diese Geschichten dann hier vorgetragen haben. Ja, also von daher, ja, vielleicht ist es einfach nicht möglich, diese Geschichte auf Film zu bringen. So wie ich mir das am liebsten vorstellen würde. Aber jetzt so hatte ich auch meinen Spaß trotzdem noch bei der Serie im Großen und Ganzen. Aber es gab auch einige Ärgernisse, wo ich dachte, bah, darauf kann ich auch gern verzichten. Aber ja, so ist das wohl. Das war, ich breche eine Lanze für Beowulf tatsächlich, für die Ausstattung. In Teilen, manches aber auch ein bisschen. Naja, aber für die Optik, für die Ideen, die da teilweise drin sind. Für die Titelmelodie, für den Hauptdarsteller, für Abrican, den Onkel, den bösen Onkel.
Und für Sleen, allein für diesen Namen, dass man immer sagen kann, das ist Sleen. Ja, dafür breche ich die Lanze. Und für den Rest nicht. Ja. Ah, das war wieder GBF Akademeister mit einem Lanzenbrecher-Version von Beowulf der Serie. Okay. Bis dahin.